Es ist wichtig zu verstehen, was 5G macht und was sie sagen, was es macht. Die I3E schreibt in einem Dokument über Strahlenformung, dass diese Technologie im Zweiten Weltkrieg Augen wie Eier kochte. Wir müssen alle begreifen, dass es militärische Waffen sind. Es sind Angriffsfrequenzen. Das ist alles, was man darüber wissen muss. Es ist Folter durch Mikrowellenstrahlung. Genau das ist es. Ich muss euch Leuten sagen, dass 5G ein Killer ist. Ich bin Mark Steele und für die, die bisher nichts von mir gehört haben, ich bin einer der weltführenden Waffensystem- und Head-Up-Display-Experten. Ich bin ein Experte, weil ich diese Systeme erfunden habe. Und nun stellt sich heraus, dass es die gleiche Strahlung ist, die in Waffensystemen für Zerstreuung von Menschenansammlungen verwendet wird. Es sind sehr starke Fokussierlinsen und das ermöglicht 5G, eine 3D-Karte deines Hauses zu machen. Die 868 MHz-Frequenz wird spezifisch für Schlachtfeldüberwachung eingesetzt, da die Unter-Gigahertz-Strahlung in der Lage ist, durch massive Betonwände mit Leichtigkeit durchzukommen. Es ist ein Zielerfassungssystem. Phasengesteuerte Gruppenantennen ist ein Schlachtfeldradar, welches extrem gut darin ist, Ziele auf einem Schlachtfeld zu identifizieren und auf diese Ziele aufzuschalten. Und nicht nur das, es kann dich als Individuum als Ziel angreifen. Soll heißen, jeder Detektiv, der sich um einen Fall kümmert, jeder Anwalt, jeder Aktivist, der sich mit etwas Kontroversem beschäftigt, wird dadurch potenziell lebensgefährlich bedroht. Diese Antennen, die oberhalb der LED-Straßenbeleuchtung angebracht werden, sind als Kontrollsystem getarnt und sind im Grunde Waffensysteme für Schlachtfeld. Die erste phasengesteuerte Gruppenantenne wurde Mammut genannt. Es wurde von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg gebaut und dazu benutzt, anfliegende alliierte Flugzeuge zu identifizieren. Die Entwicklung ist seitdem massiv vorangegangen. Somit verstand ich Kriegsführung mit Mikrowellen, wie man damit Leute schädigen kann und welchen Schaden es anrichtet. Mikrowellen wurden dann und bis zum heutigen Tage als Waffen benutzt. Es ist eine perfekt getarnte Waffe. Und wenn Regierungen eine bestimmte Gruppe von Leuten nicht mag, als Beispiel die Damen, die in Greenham wegen der amerikanischen Raketen protestierten, wurden sie mit Mikrowellen beschossen. Wir haben Katholiken in Nordirland mit Mikrowellen beschossen, um sie krank zu machen. Es wird überall auf der Welt gemacht. Es ist eine Waffe, bei der man nicht merkt, dass man beschossen wird, da die Dosis sehr gering ist. Was gefährlicher ist als eine hohe Dosis. Es ist eine sehr geringe Dosierung und es kann ein Jahr dauern, aber man kann mit gering dosierten Mikrowellen neurologische Schäden und Krebs hervorrufen. Man kann seine Gegner krank machen. Es ist eine perfekte Waffe für Regierungen. Wenn wir uns nun 5G ansehen, 60 GHz, das sind aktive Frequenzen von Waffensystemen, die gegen Menschenmengen benutzt werden. Es hält die Leute zurück. Es verbrennt die Haut nicht, aber 60 GHz ist die Frequenz von Sauerstoffabsorption, da sie Elektronen untereinander teilen. Wir atmen O2, ein paar Sauerstoffatome. Und wenn wir mit 60 GHz Strahlung bombardiert werden,
schränkt das unsere Sauerstoffaufnahme ein und gefährdet unser lebendes System. Mit der fünften Generation ist es etwas ganz anderes. Es ist nicht mal mehr die gleiche Technik. Sie steigen auf militärische Millimetertechnik um. Wenn man sich diese Technologie ansieht, dazu sollte man sich ein paar DARPA-Veröffentlichungen ansehen, was sie damit machen können. Psychologisch, Überwachung, Steuerung von Menschenmassen, Active Denial, alles, was man sich vorstellen kann. Das können sie mit 5G machen. Alle militärischen Anwendungen, die elektromagnetische Elemente haben, können sie mit 5G machen. Und sie ziehen es flächendeckend über die Bevölkerung. Meine Damen und Herren, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Guten Abend, Landsleute. In den Ebenen der Regierung müssen wir uns wappnen gegen unerwünschten Einfluss, ob bedacht oder unbedacht, vom militärisch-industriellen Komplex. Das Potenzial von desaströsem Machtmissbrauch existiert und wird weiter bestehen. Wir dürfen niemals zulassen, dass diese kombinierte Last unsere Freiheiten und unseren demokratischen Prozess gefährdet. Die Verbindung zwischen Chemtrails und 5G. Es ist alles verbunden. Die metallischen Partikel erlauben den 5G-Antennen, dich zu identifizieren und selbst in deinem Haus 24/7 zu beobachten. Wir sind über die letzten Jahre durch Chemtrails und die Katze ist schon aus dem Sack mit diesen Partikeln jahrelang berieselt worden. Unsere Körper sind davon benetzt, schlimmstenfalls durchsetzt. Diese Partikel, sagst du, erzeugen eine Art von phosphorisierendem Schein, sodass wir in unseren Häusern, in Bunkern, egal wo, erkannt werden. In our homes, behind concrete and steel, inside bunkers, in the basement, doesn't matter where you are, the 5G will be able to... 5G wird in der Lage sein, dich überall zu finden, da diese Partikel wie eine Art Antenne bzw. Leuchtfeuer für diese Technologie wirken. Which are acting as a kind of transmission and reception technology. Exakt auf den Punkt gebracht. Für 20 Jahre testete John digitale Systeme und über die Zeit begriff er die Gefahren von elektromagnetischer Strahlung. Es zerreißt das bioelektrische Feld deines Körpers, zum Beispiel dein Gehirn, dein Nervensystem, wie deine Muskeln kommunizieren. Diese Leute sind von uns gewählt worden, um die Infrastruktur auf eine verantwortliche Art zu managen. Das ist der einzige Daseinsgrund für Regierungen, falls sie überhaupt einen Zweck haben. Und wenn sie das nicht tun, dann haben sie keine Daseinsberechtigung, sind unbrauchbar. Dann müssen wir die Infrastruktur abreißen. Aber man kann kein gewalttätiger, hausgemachter Terrorist werden, sondern man muss es den Leuten bewusst machen, dass diese Türme die Leute schädigen. Wir brauchen nicht viel Bandbreite. Und sie machen es nicht, damit du schneller Filme runterladen kannst, sondern weil sie damit alles, was du tust, besser überwachen können. Damit füttern sie ein Wertesystem für Bürger bis zu dem Level, wo sie kontrollieren, was du denkst. Die vorhandene Strahlenbelastung ist nach Ole Johansson des Karolinska-Instituts in Schweden eine Quintillion, das sind 18 Nullen, höher als die natürliche Strahlung. Die hochgefährlichen Auswirkungen von EM-Feldern auf biologisches Leben wurde in tausenden Studien seit 1932 nachgewiesen. Dies deutet darauf hin, dass wir auf eine globale Gesundheitskatastrophe zusteuern, die schlimmer ist als die durch Tabak und Zigaretten. 5G ist dafür gemacht, konzentrierte und fokussierte elektromagnetische Strahlung, die 100 Mal höher ist als die bisherige und vergleichbar mit denen von Waffensystemen ist, die mit gerichteter Energie arbeiten. Es gibt eine internationale Petition, die von 237 Wissenschaftlern des Bereichs EMF aus 41 Ländern, die die UN, besonders die WHO bitten, zügig strengere Richtlinien für mehr Strahlenschutz auszuarbeiten, die zu Vorsichtsmaßnahmen ermutigen sollen und die Bevölkerung über die beträchtlichen gesundheitlichen Gefahren belehren, besonders über die Risiken für Kinder, Föten und deren Entwicklung. Unsere Petition spricht auch die etwa 20.000 Satelliten an, die im niedrigeren Orbit stationiert werden sollen. Mit diesen Satelliten wird das 5G-Signal jeden Winkel der Erde erreichen.
Smart Technologie, Smart Meter, Smart Autos, Smart Karten. Nicht so smart, hm? Was bedeutet smart? Alles, was den Begriff smart beigefügt bekommt, bedeutet geheime Technologie für militärische Bewaffnung in Wohngebieten. Das bedeutet smart. Jedes Stück Smart-Technologie wurde entweder für einen Einsatz auf dem Schlachtfeld oder für Überwachung entwickelt. Es ist offensichtlich, dass diese Entwicklungen kommerziell genutzt werden müssen, damit die Leute sie in ihre Häuser nehmen. Es sind Radarantennen, phasengesteuerte Radargruppenantennen. Dieses Radarsignal wird alle Bienen töten, jede biologische Struktur. Es wird Vieh und den Boden unfruchtbar machen. Dann wird Land wertlos. Bauern werden aussterben. Die Gemeinde wird angegriffen. Wenn wir kein Essen produzieren können und alle Bienen töten, haben wir ernste Probleme. Zusammenfassend kann man sagen, dass der milliardenschwere 5G-Ausbau unserer freundlichen Regierung eine Waffeninstallation als Kommunikationsmethode getarnt ist. Genau das ist es. Dazu ist es ökologischer Terrorismus. Es hat keinen Wert, null, seine Bevölkerung zu töten, die Möglichkeit, Essen zu produzieren, zu zerstören, alle Bienen zu töten. Die Finanziers haben eine schöne Zahl auf einem Blatt Papier, aber in Wirklichkeit werden Demenz, Diabetes, geistige und andere Krankheiten das Land verkrüppeln. Der Fokus, die Quelle kann und wurde durch die Wissenschaft schon identifiziert. Ich habe mich mit Zell- und Molekularbiologen, Blutmikroskopisten, Waffenentwicklern, Aktivisten und Wissenschaftlern getroffen. Und alle Meinungen von denen führen zu einem Schluss. From these experts and pundits leads to the same thing. 5G ist mit absoluter Sicherheit das Endspiel. Es ist ein Ereignis der Ausrottung, welche in unsere Häuser, unsere Schulen und Straßen bis in unsere Zellen unseres menschlichen Körpers gebracht wird. Es ist eine so gewaltige Gefahr, dass man es kaum beschreiben kann. Wenn 5G angeschaltet wird, dann wird es sich mit sehr vielen Satelliten im Orbit verbinden und Millionen von Antennen auf dem Boden werden das Signal empfangen und verteilen dann das Signal in aber hunderte Millionen von kleineren Antennen in Straßenbeleuchtung und in deinem Haus, worüber du noch nichts weißt. Die LEDs in deinem Haus enthalten schon die Nanotech, welche das 5G-Signal empfängt. Und das wird das Signal überall hin verteilen. Es explodiert das Signal in Milliarden Photonen, die alles zeitgleich angreifen. Es ist getarnte Technologie. Es ist unsichtbare Wissenschaft. Aber es bedeutet einfach gesagt, dass du überall in deinem eigenen Haus zu sehen und anzupeilen sein wirst. Überall auf der Oberfläche der Erde können sie dich finden und als Ziel aufschalten. Du wirst für unsichtbare Herren sichtbar sein. Jeder von uns, jederzeit.